Yo soy tu VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte salir. Yo soy tu VIP, papi, yo tócate, que tú me haces feliz. Me encanta presumir. Hey ihr Lieben, guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute ist Freitag und ja, Stand der Dinge, Augenringe. Nee, also ich bin erstaunt. Ich habe mal gut geschlafen oder besser geschlafen. Ich hatte es nur zweimal heute Nacht und das auch ganz, ganz wenig. Ich habe gestern ja Magnesium geholt und Eisen. Das habe ich gestern schon eingenommen, ja. Ich weiß, dass ich einen Magnesiummangel habe, weil dann gehen hier ja so Hautfetzen ab. Und das heißt ja Magnesiummangel, soweit ich weiß. Und deswegen habe ich Magnesium jetzt wieder geholt. Ich hatte das nämlich immer eingenommen und irgendwann so habe ich mir gedacht, also ich hatte keine mehr und dann habe ich... Ich habe mir nichts dabei gedacht, was rede ich da? Also irgendwann waren sie halt alle und dann habe ich die einfach nicht mehr genommen. Und dann ist halt das hier mit der Haut passiert. Und soweit ich weiß, wenn man Magnesiummangel hat, hat man auch Schlafstörungen. Ach, seht ihr, man sucht überall halt den Grund, warum das so ist. Aber ich glaube, eigentlich so im Inneren muss es was Psychisches sein. Jedenfalls habe ich gestern, ich muss euch was zeigen, das hier genommen. Melatonin-Spray. Obwohl ich ja schon sowas ähnliches hier hatte, mit also von der Marke mit CBD drin und Melatonin. Oh, es ist gerade so hell. Ich muss mal kurz das Rollo hoch machen. Nicht runter machen, sondern hoch. Oh, was ist denn das so hell jetzt? Moment, das ist mir... Ich sehe gar nichts mehr. Das jetzt? Oh, und wie ihr hört, ist immer noch hier so laut. Baustelle ist immer noch hier. Jedenfalls hatte ich sowas ähnliches mit CBD und Melatonin. Und das habe ich aber bisher noch nie genutzt. Das habe ich sogar im Schränkchen. Und gestern kamen Pakete und dann kam halt auch ein Amazon-Paket an und da konnte man den Namen nicht sehen, also nur unsere Adresse. Und eigentlich steht da ja mein Name immer. Und dann war das so drüber geklebt und ich dachte, das wäre halt was, was ich bestellt habe. Dann habe ich aufgemacht und habe dieses Spray hier entdeckt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist vielleicht irgendeine Kooperation, die Ermin hat, weil ich konnte damit nichts anfangen. Und dann kam Ermin nach Hause und meinte zu mir, warum hast du es aufgemacht? Das wäre, das habe ich für dich bestellt, das wollte ich dir auch zum Geburtstag schenken. Also ich finde es total süß. Ist jetzt nicht das einzige Geschenk, ne? Also er hat noch mehr Geschenke, aber ich finde das so süß von ihm. Und generell finde ich das süß, wenn man... Oh, Ruhe, bitte Ruhe, fang nicht nochmal an. Wenn man sich Gedanken macht, jemandem etwas zu schenken und nicht einfach irgendwas schenkt, oder für mich ist es halt auch wichtig, ein Geschenk mit Bedeutung, und ich brauche nichts Teures, ich brauche keine Gucci-Tasche, ganz ehrlich. Mir reicht es etwas, wo die Person weiß, ich mag das oder diese Sache kann mir helfen. Und ja, Ermin hat mir das hier auch halt zum Geburtstag schenken wollen. Aber ich habe es dann aus Versehen gestern geöffnet und ich finde es halt total süß von ihm, dass er daran so an mich denkt und versucht, dass es mir gut geht. Und ich habe es gestern genommen, einmal sprühen im Mund, 30 Sekunden einwirken lassen, damit die Schleimhäute das annehmen. Ein Sprühstoß am Tag, 30 Minuten vor dem Schlafengehen in den Mund sprühen und einige Sekunden wirken lassen, vor Gebrauch gut schütteln. Da ist drin Melatonin und Lavendelextrakt und das hat... ein Kirscharoma, also schmeckt nicht irgendwie scheiße, schmeckt wirklich sogar sehr lecker. Habe es gestern, wie gesagt, einmal gesprüht und es schmeckt auch sehr intensiv. Und ich habe danach echt gut geschlafen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier dran liegt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht dran liegt, dass ich auch Magnesium und so weiter jetzt nehme. Ich weiß nicht, ob es einfach nur auch dran liegt, dass ich einfach gut geschlafen habe gestern. Auf jeden Fall werde ich das jetzt weiterhin benutzen und ich werde euch ein Feedback geben, wenn ihr auch... an den Schlafstörungen leidet oder an das, was ich habe. Na, auf jeden Fall hatte ich das gestern Nacht, wie gesagt, nur zweimal und sehr, sehr leicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich krass aufgeschreckt bin und dachte, ich sterbe jetzt. Ich bin aufgeschreckt, aber sehr leise und ich konnte mich recht schnell wieder beruhigen und mein Herz hat auch nicht so krass gerast. Und einmal davon war es, weil unser Saugroboter sich mitten in der Nacht gemeldet hat und gesagt, dass die Batterie leer ist. Und das hat mich halt so erschreckt dann in der Nacht, ja.
Ich bin mal gespannt. Ich werde das auf jeden Fall weiterhin testen und werde euch dann berichten, wie das so ist. Und wir werden heute auf jeden Fall, glaube ich, noch nach IKEA fahren, weil ich ja hier die Schubladen brauche für meine Hosen. Und Leute, ich wollte noch mal kurz was mit euch besprechen, beziehungsweise mal eure Meinung hören. Also ich bin echt total erschrocken, was da mit dem einen Mädchen passiert ist, mit der Luise aus Freudenberg, glaube ich. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Das 12-jährige Mädchen, was von 2 anderen kleinen Mädchen im gleichen Alter, glaube ich sogar, ne, 12 glaube ich waren die auch, einfach ermordet wurde. Also als ich das gehört habe, war ich ja schon total so erschrocken. Ich denke, jeder von uns war erschrocken, als man das gehört hat, wo man sich denkt, wie können Kinder sowas machen? Man muss aber auch sagen, mit 12 ist es nicht so, dass man nicht weiß, was man tut, ne? Also Alexandro ist 10 und er weiß ja schon, was er tut. Wenn ich mir jetzt mal so mein Kind vorstelle, er ist 10, er darf auch alleine Sachen unternehmen tagsüber. Ach, es ist gerade so hell. Also er weiß, wann er nach Hause kommen muss. Er weiß, dass er sein Bett morgens machen muss. Also mein Kind weiß, was es tut. Wisst ihr, was ich meine? Mit 10. Also man kann, also ich verstehe es einfach nicht, wie man sagen kann, wie das Recht sagen kann, dass Kinder unter 14 nicht dafür büßen müssen für solche Straftaten. Das verstehe ich einfach nicht. Also es geht nicht in meinen Kopf rein. 2 Mädchen im Alter von 12 oder 13, wie alt die waren, also die waren halt unter 14 und unter 14 kriegt man keine Strafe dafür, haben einen Menschen umgebracht. Nicht nur einen Menschen, sondern ein gleichaltriges Kind. Und diese 2 Mädels werden dafür nicht bestraft. Die werden dafür nicht bestraft. Nicht jetzt und auch nicht später. Und die Eltern auch nicht. Ich meine, die Eltern können ja nichts dafür. Aber wenn ich jetzt... Also ich habe jetzt gerade so ein Schild vor mir im Kopf. Dieses Schild, was man zum Beispiel so auf Baustellen sieht oder auf irgendwelchen Geländer, wo steht, Eltern haften für ihre Kinder. Wo ich mir denke, okay, wenn das Kind jetzt dieses Grundstück betritt und in diesem Grundstück irgendwas kaputt macht, dann haften die Eltern für ihre Kinder. So, wenn mein Kind jetzt irgendwo an ein Auto drankommt mit seinem Fahrrad, hafte ich ja, beziehungsweise meine Versicherung, für mein Kind. Und da wird dann ein Kind umgebracht von anderen Kindern und keiner soll dafür haften. Leute, was ist das bitte? Ich sage wirklich nicht, dass die Eltern irgendwie dafür haften müssen. Darum geht es mir auch wirklich nicht. Es geht einfach um die Gerechtigkeit. Es geht einfach darum, dass diese Kinder, die wussten ja, was sie tun. Die haben ja auch so lange auf dieses Mädchen mit dem Messer eingestochen, bis sie sich völlig sicher waren, dass sie tot ist. Ich habe mich gestern mal so ein bisschen mehr damit befasst, weil ich habe erstmal gar nicht gewusst, was sind die Hintergründe und so. Also die ganzen Hintergründe, die weiß man ja eigentlich auch noch gar nicht. Man weiß halt nur, dieses Mädchen wurde gemobbt und dann war dieses Mädchen ja auch bei denen und die sind dann zusammen losgegangen in den Wald und da ist das halt passiert. Also man kann halt auch von einer geplanten Tat ausgehen, ja, sonst hätten die Mädchen auch kein Messer mit dabei und hätten die nicht in den Wald mitgenommen. Und das Krasseste ist ja, dass ein Mädchen nach der Tat bei den Eltern angerufen hat von dem getöteten Mädchen und gesagt hat, ja, die Luise, die ist auf dem Weg, die ist dann gleich zu Hause, obwohl die schon umgebracht hatten. Also da denke ich mir, diese Mädchen wissen doch ganz genau, was sie tun. Egal, ob sie 12 oder 14 oder 16 sind. Die wussten ganz genau, was die gemacht haben. Und dafür sollen die nicht bestraft werden. Was ist das bitte? Was ist das für ein Gesetz hier in Deutschland? Dass Menschen, ich sage jetzt nicht Kinder, Menschen unter 14 für solche Straftaten nicht bestraft werden. Wie ergeht es der Familie der Getöteten? Mit was für einer Wut sollen die leben? Oder mit, wie soll ich euch sagen? Also, wisst ihr, was ich meine? Es wurde unschuldig was gemacht, also ihrer Familie, der Familie angetan. Und die müssen jetzt damit leben, dass keiner dafür bestraft wird. Vielleicht wird der ein oder andere jetzt sagen, es ist Strafe genug, dass die da wegziehen mussten. Die sind ja dann weggezogen, ne? Es ist Strafe genug, dass einige wissen, wer es war. Aber ich weiß nicht, wie das ist. Wahrscheinlich kriegen die eine neue Identität. Oder ist es ja undercover, wer es gemacht hat? Also es wissen ja nur die Menschen, die Personen kannten. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wer die Täter sind. Ich weiß nicht, wie die heißen. Die werden ja geschützt. Das ist so ungerecht einfach, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Diese Menschen, diese Familien, diese Täter ziehen einfach in eine andere Stadt und können sich da ein neues
Leben aufbauen, ohne bestraft zu werden. Wie ungerecht ist das bitte? Und ein Kind musste dafür sterben und es gibt keine Strafe. Ich komme einfach nicht darauf klar. Ich weiß nicht, wie ihr das Thema seht, aber mich nimmt das richtig mit. Mich nimmt das einfach richtig mit und mich macht das richtig wütend. Ich kann das einfach absolut nicht verstehen. Könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr darüber denkt. Vielleicht bin ich da auch einfach zu emotional, aber das ist so meine Denkweise des Ganzen. Und hier haben wir dann auch wieder den Fall, dass gar kein Mensch irgendetwas dazu sagt, dass es diese Regel in Deutschland gibt. Das, was ich euch gestern oder vorgestern im Video auch gesagt habe, dass ich mir einfach in Deutschland wünschen würde, dass alle ihren Mund aufmachen und alle mal auf die Straße gehen und sagen müssen, das lassen wir nicht mit uns machen. Dass hier auch wieder, man sieht es, man nimmt es wahr und es wird einfach weggeschaut. Man denkt sich, so ist ja nicht mein Problem. Aber da würde ich mir auch wünschen, dass ein Aufstand gemacht wird, dass diese Regel einfach geändert wird. Ach, das Licht ist gerade so krass. Dass die Leute nicht einfach nur entsetzt über diese Tat sind, sondern dass was gemacht wird. In anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, ist man, glaube ich, schon ab 8. Ab 8, glaube ich, kann man schon bestraft werden. Oder ab 10. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall sehr, sehr jung. Und ich finde einfach, wenn man was gemacht hat, wenn man eine Straftat oder einen Fehler gemacht hat, egal was es ist, also vor allem wenn es sowas Großes ist, ne? Sowas Krasses, dass man Menschen tötet, dann muss man halt für bestraft werden. Ach, und zu dem Thema, ich habe mich jetzt gerade auch, also ich habe mich so aufgeregt, ich habe mich auch gerade bei Ermin ausgekotzt, ich habe es gerade auch zu Ermin gesagt, also quasi könnte ich jetzt zu Alexandro sagen, der ist 10, töte doch mal den Ermin, ich kann ja nicht mehr ausstehen, was weiß ich, töte ihn doch mal und Alexandro geht hin und tötet den Ermin und wir werden einfach nicht bestraft, weil der noch 10 ist. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist doch unnormal. Was ist das bitte für ein Gesetz? Was ist das für ein Gesetz? Jemanden, dass man jemanden bis 14, jemanden umbringen kann, bis wenn man 14 ist und dass man einfach nicht bestraft wird dafür. Genauso wie Ermin meinte auch gerade, dass es ja Eltern gibt, die zu ihren Kindern sagen, ja, mach mal dies, mach mal das, klau mal hier oder brech mal da ein oder was weiß ich, ne? Gibt es ja auch so Fälle in der Stadt, die Kinder, die klauen. Und es passiert dann einfach nichts, weil, ja, die sind nicht strafmündig oder wie das heißt. Aber das Schlimme ist halt, das Krasse ist halt, dass da, mein Wecker, dass da ein Kind getötet wurde. Und das geht mir einfach so nah, das geht mir so nah, da werde ich so wütend, dass da einfach, okay, es passiert und keiner haftet dafür. Was ist das bitte? Ja, so, anderes Thema. Wie gesagt, ich mache mich jetzt fertig. Und man muss auch gucken, was ich heute koche. Naja, ich melde mich dann einfach später nochmal bei euch, ihr Lieben. Hier ist auch gerade das Licht so ganz, ganz komisch, weil es mal heller, mal dunkler wird. Und genau, ich melde mich später. Ich werde auf jeden Fall gleich mal hier diese Schublade sauber machen. Ich habe euch erzählt, hier ist irgendwas ausgelaufen und meine ganzen Haare kleben da auch dran. Aber ich werde auch generell mal hier ein bisschen ausmisten. Das mache ich jetzt gleich mal. Und ich habe jetzt mal geschaut, was ich heute kochen werde. Also ich hatte hier diese Geflügelpfanne Indonesia, hatte ich letzte Woche geholt und hatte die eingefroren. Und genau die mache ich dann heute zusammen mit Salat. Der Salat muss weg. Ich glaube, der muss weg. Feldsalat muss erstmal weg. Genau. Ja, das mache ich heute. Und bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob ihr es auch so macht, wenn ihr zum Beispiel Fleisch im Angebot seht, ne, also gutes Fleisch dann auch, dass man kann es ja einfrieren. Das ist ja nicht schlimm, wenn es dann schon abgelaufen ist. Es ist ja gefroren, dann kann man es einfrieren. Genauso wie Brot oder irgendwas. Ne? Wenn ihr noch Brot habt oder Brötchen, kann man ja auch alles einfrieren. Alexandra hat gestern übrigens 4 Kiwis gegessen. 4 oder 5. Der meinte, Mama, kann ich die Kiwis so essen wie früher? Ich so, wie denn, Kind? Er so, ja, wo wir die ausgelöffelt haben. Da konnte der sich noch dran erinnern, dass wir die ausgelöffelt haben. Da war der noch richtig klein. Und da wollte der die so essen und hat 4 Stück davon gegessen. Und davor hatte der ja noch einen Teller mit Banane, Erdbeeren
und Kiwi gegessen, hat man ja noch ein bisschen Schokosoße drauf gemacht. Ja, leider Gottes sind das halt die Früchte, die ich nur essen kann. Ne? Ich kann leider nicht alles essen. Natürlich gibt es da auch noch ein bisschen mehr Auswahl, aber ja, ich würde auch gern mal, ich drehe es mal um, ich würde auch gern mal einfach in einen Apfel reinbeißen oder in eine Birne oder in eine Nektarine, Aprikose. Ja, das kann ich alles nicht, ne? Oder Feigen habe ich total gerne gegessen. Das geht alles nicht mit dieser Scheißallergie. Ja, und es soll jetzt auch jeden Tag regnen. Das ist so scheiße, obwohl es eigentlich ja immer so 12 bis 16 Grad ist. Und auch sonnig, so wie heute, regnet es trotzdem jeden Tag. Ich habe trotzdem die Bäumchen draußen. Aber ich muss sagen, die sehen noch alle ziemlich gut aus. Ich finde jetzt nicht, dass die irgendwie den Eindruck machen, dass die kaputt gehen. Ja, muss ich mir mal anschauen. Das einzige Gestrüpp, was kaputt geht, ist das hier. Aber das war von Anfang an so, weil ich das nicht richtig in die Erde reingepackt hatte, glaube ich. Ach, was ist das? Thymian. Ach man, es soll einfach wieder warm werden. Damit wir hier schön chillen können. Ja, die Erdbeeren sehen aber nicht so gut aus, ne? Ich guck mal eben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht... Die werden so gelb. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kalt für die Erdbeeren. Die nehme ich, glaube ich, wieder rein. Und wenn ich ja schon mal dabei bin, dann esse ich mal direkt mal eine Kumquat. Und meine Osterdeko finde ich eigentlich ganz süß, oder? Das reicht doch an Osterdeko. Der Hase hier, der überteuerte mit den zwei überteuerten Eiern. Und genau, wie hießen das nochmal? Katzenweidchen, Weidenkätzchen, Weidenkätzchen? Ich dachte, das wäre beides dasselbe, aber jetzt sehe ich gerade, hier gehen die Blumen auf. Das ist dieses Gelbe und hier dieses Weiße. Ich dachte, das wäre alles dieses Weiße. Aber finde ich jetzt nicht schlecht. Ich muss gucken, wo ich die goldenen Eier habe. Ich weiß nicht, wo ich die habe. Muss ich nochmal suchen. Wenn ich die gefunden habe, dann muss ich die hier dran machen. Aber ich werde auf jeden Fall die Vase auch wechseln. Weil hier in der Vase stehen die so gerade nach oben. Das sieht nicht schön aus. Ich glaube, ich werde dann hier diese Vase dafür nehmen. Übrigens, wenn der Mann den Tisch wischt, kommt das dabei raus. Ich weiß nicht, ob man es über die Kamera erkennen kann. Überall Streifen auf der Glasplatte. Und warum? Weil er es mit einem Feuchttuch sauber gemacht hat. Ich sage ihm, das ist eine Glasplatte, du musst mit Glasreiniger drüber gehen. Nee, einfach mit einem Feuchttuch. Und dann sieht es so aus. So, ein bisschen Deep Talk. Oder eher gesagt Beziehungstalk hier beim Spinattaschenessen. Also, ich kenne mich ja so schon so lange, manche von euch, ne? Und da war ich ja noch schwanger mit Alexandro und habt auch... Also es wäre jetzt mein dritter Partner, den ihr kennengelernt hättet, ne, wenn ihr mich schon lange kennt, ne, der Papa vom Alexandro. Dann hatte ich ja zwischendurch noch jemanden und jetzt den Ermin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, so happy, dass ich Ermin habe. Er ist wirklich ein toller, 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 toller Mensch. Also bin immer noch der gleichen Meinung und wir lieben uns immer noch nach wie vor sehr. Und wir sind einfach glücklich. Man hat, also das Beste ist einfach... Es ist ein Partner, wo man einfach den Kopf frei hat, wo man nicht, wenn er rausgeht, wo man sich nicht denkt, okay, wo kann er sein, was macht er gerade, verarscht er mich, schreibt er mit anderen Frauen. Also das wünscht sich, glaube ich, jede Frau, einfach ein Partner, wo man den Kopf frei hat, wo man keine schlechten Gedanken hat und ein Partner, der die Beziehung entlastet und nicht belastet. Ne? Das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig gewesen. Ich brauche keinen Partner, der mich belastet. Deswegen habe ich mich auch von all den anderen getrennt. Ne? Ich brauche einen Partner, der mich in der Beziehung entlastet. Der mir zu Hause auch was abnimmt. Der mir mit Alexandro was abnimmt. Der für mich da ist, wenn ich Probleme habe. Genauso, wenn ich für ihn da bin. Wenn er Probleme hat. Moment. Sekunde. Sorry. Musste eben mal die Schlüssel von oben runterholen. Weil ich so komische Geräusche gehört habe. Und die Schlüssel waren noch an der Tür. Muss mal ganz kurz runterkommen. Außer Atem. Ja, so ist das bei mir mit meinem Herzen. Ich danach erstmal kurz eine Pause brauche. Sonst kann ich nicht weiter reden. Jetzt
kriege ich keine Luft. So. Naja, Ende vom Lied. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich mit Ermin weiterhin. Und denke auch nicht irgendwie, dass es anders sein wird. Natürlich ist nicht mehr so diese... Ach, wie soll man das nennen? Diese rosarote Brille ist natürlich nicht mehr da wie am Anfang, ne? Dass man jemanden so krass anhimmelt und ihm jeden Tag 10-mal sagt, ich liebe dich. Das ist ja klar, dass es irgendwann mal weggeht. Und natürlich ist es auch nicht so, dass wir uns nie streiten. Natürlich streiten wir uns auch. Das wäre ja total ungesund, wenn man sich nicht streitet, wenn man die ganze Zeit nur Frieden hat. Ich finde, Streit in der Beziehung gehört dazu, aber es muss halt immer auf einer gesunden Ebene sein. Und bei uns sind es halt nur Kleinigkeiten. Gestern war auch irgendwas, worüber wir uns gestritten hatten. Aber das ist dann auch direkt, das ist eine Kleinigkeit und direkt danach spricht man irgendein anderes Thema an und ist wieder alles gut. Also es ist jetzt nicht, dass irgendwas Gravierendes ist und man hat sich so krass in den Haaren oder dass es einen so krass belastet. Sowas haben wir halt nicht. Keine Ahnung, sowas zum Beispiel, dass ich ihm jetzt sagen würde, warum putzt du den Tisch mit Feuchttüchern? Ich habe dir doch schon 10-mal gesagt, nimm doch bitte Glasreiniger. Warum machst du das mit Feuchttüchern? Ja, dann kommt irgendeine dumme Antwort von ihm, dann bin ich wieder dran, dann er. Und dann, ja, das ist sozusagen ein Streit bei uns. Also so Sachen, wo man sich denkt, okay, nichts. Aber das ist okay. Also wenn ich dann auch mal wütend werde, dann versteht er es und dann macht er es auch so. Meistens bin ich ja immer diejenige, die dann was zu kamellen hat. Aber ja, ich bin echt happy, Leute. Also ich freue mich, dass ich ihn habe und er ist einfach ein ganz, ganz toller Partner. Ganz, ganz toll. Fürsorglich. Auch Alexandro gegenüber. Er ist einfach ein Mensch, der für einen da ist. Und das wünscht sich doch jede Frau, ne? Und ja, also jeder ist seines Glückes Schmied, heißt das so? Ihr habt es ja auch bei mir gesehen. Ich war unglücklich, ich habe mich getrennt. Wenn man nicht glücklich ist in der Beziehung, darf man halt nicht nur an seine Kinder oder muss man nicht nur an seine Kinder denken, sondern man muss auch an sich denken. Man muss auch manchmal egoistisch denken. Und guckt mal, ich habe mich zwar von meinem Ex getrennt, vom Vater, vom Alexandro. Es war natürlich eine schwere Zeit anfangs, weil man hat ja auch ein Kind, ein gemeinsames Kind.